Hallo, mein Name ist Rajan Karfuk. Ich bin Yogalehrer und Ergotherapeut in meiner Praxis in Kaiserslautern. Ich bin tätig als Dozent an den Paracelsus-Schulen und möchte das Seminar Yoga heute vorstellen: Selbstheilung, Meditation und Achtsamkeitstraining. Bei dem Seminar Yoga heute, Selbstheilungskräfte stärken, geht es darum, dass wir Yogaübungen dazu verwenden, Stress abzubauen, die Abwehrkräfte zu stärken und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Der zweite Teil des Seminars beschäftigt sich mit Meditation und Achtsamkeitstraining. Achtsamkeitstraining ist vergleichbar mit dem Konditionstraining. Das kann jeder lernen und davon positiv profitieren. Bei dem Seminar geht es in erster Linie um die eigene Gesundheit, darum, sich mit diesen Übungen erstmal selbst zu stärken. Wer damit genug Erfahrung gesammelt hat und gefestigt genug ist, kann diese natürlich auch an andere weitergeben. Das Seminar ist sehr praktisch orientiert. Es gibt vielfältige Übungen, Körperübungen, Meditationsübungen, Entspannungsübungen und Achtsamkeitstraining. Das Seminar richtet sich in erster Linie an alle Menschen, die Stress abbauen wollen und Entspannung suchen, aber auch an Heilpraktiker oder Menschen in anderen Heilberufen. Also Yoga habe ich in ganz jungen Jahren kennengelernt durch Rückenschmerzen, die ich als Jugendlicher hatte. Meine Mutter hat mir in 15 Minuten 4 Übungen gezeigt und danach waren die Rückenschmerzen erledigt. Ich bin dann auf Yoga neugierig geworden und habe im Laufe der letzten 20 Jahre sehr viel durch Yoga gelernt und profitiert und arbeite damit hauptberuflich als Yogalehrer und Ergotherapeut. 2005 habe ich in Kaiserslautern das Institut für Integrative Medizin und Yoga gegründet. Dort arbeite ich selbstständig und verwende Yoga als Heilmethode und bin dort aktiv in der Prävention und der Therapie tätig. All diese Erfahrungen habe ich komprimiert für Sie in den Schulungen der Paracelsus-Schulen zusammengestellt und Sie können direkt davon profitieren. Ich würde mich sehr freuen, Sie bei einem meiner Seminare begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Ihr Dražen Karfuk.